Symbol. Ja, es ist wie dieses. Ja, okay. Es sind das dritte Zeichen des Tierkreises. Ihr Planet ist der Merkur und ihr Element die Luft. Die Luft. Die Luft, die Luft, die Luft, die Luft. Okay. Okay. Der typische Zwilling. Der typische Zwilling. Anpassungsfähig, betreibsam, beweglich, charmant, flexibel, fröhlich, freundlich, gesellig, heiter, immer unterwegs. Denkst du von dieses Dinge, Eigenschaften?
sie wichtig, richtig oder sind sie falsch? Ich denke, dass Zwilling ist das Sternzeichen, das gegenüber mein Sternzeichen Schütze ist. Also, es ist für mich nicht eine gute Sternzeichen für Partner oder Partnerin für mich, aber vielleicht das ist nicht wahr, aber ich habe das gehört. Ja, wir sind gegenüber einander. Aber ich kenne ein paar Zwillinge-Personen und es ist lustig, weil ich kenne zwei Leute, die Zwilling Sternzeichen hat und sie sind beide Zwillinge in Wirklichkeit, nichts zueinander. Sie haben beide eine Zwillinge-Schwester. Ja, und das ist ein bisschen lustig, ich denke. Ja, okay. Okay, wo war ich? Schwachen oder Nachteilen. Beeinflussbar. Distanziert. Flatterhaft. Keine Ahnung, was das meint. Flatterhaft. Leichtfertig. Nervös. Sie sind nervös, oberflächlich, ruhelos, selbstgefällig, stressanfällig, unehrlich. Das ist nicht so gut. Unehrlich. Geduldig, nicht so gut, unzuverlässig, weitschweifig und zerstreut. Okay, ein paar Nachteile, aber viele gute Dinge über dich, Zwillinge. Okay, und es sagt, die Lebensmotto ist, ich denke, ich weiß, ich kommuniziere. Okay. Was denken Sie über das? Ist das richtig? Ich denke, dass Zwillinge-Person kann zwei Seiten haben, weil sie sind Zwillinge. Ja. Es ist ein bisschen schwer für mich, weil wir haben ein anderes Wort für die Sternzeichen auf Englisch. Es heißt Gemini. Ich denke, das vielleicht macht nicht keinen Sinn im Moment, aber hoffentlich hat das Video dir gefällt. Ja, ich wünsche dich einen schönen Schlaf. Ich liebe dich alle immer. Mein Deutsch ist ein bisschen verrückt heute. Ja, ich habe nicht so viel Deutsch gesprochen. Ja. Aber ich habe probiert ein Niederlands-Video gemacht. Aber es war so lustig, weil ich finde Niederlands seltsam, weil es ist ein bisschen wie Deutsch. Und manche Worte sind nicht dasselbe wie Deutsch, aber ein bisschen. Und ich denke, dass ich spreche mit deutschen Akzent, wenn ich Niederlands probiere. Aber ja, wir müssen diese Dinge machen. Also, ja, ich bin ein bisschen distracted heute. Anyway, ich hoffe, das war ein guter
Zwillinge bist, schreib mir einen Kommentar. Oder jemand schreibt mir einen Kommentar. Was denkt sie über diese Dinge? Mit Zwillinge ist das